Dafür willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einer Runde Skywars auf der Map Avenue und wir müssen uns hier schnell rüberbauen. Oh mein Gott, als ob ich das nicht bekomme. Ich bin so schlecht einfach. Oh man, jetzt hat der Typ so gute Sachen und wir haben nur ein Dia hinbekommen. Super auf jeden Fall. Dafür habe ich schon länger kein Video aufgenommen, weil ich richtig viel vorproduziert hatte und ich habe immer noch richtig viel vorproduziert und ja, deswegen ist das gerade ja ein kleines Tickchen komisch aufzunehmen. Aber wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen besseren Stuff. Und die sind da schon alle richtig am Kämpfen. Ja moin. Okay, was machen wir uns? Wir machen uns jetzt schnell Schuhe und einen Brustpanzer, einen besseren. Okay, ich habe ein Audio bekommen. Kann ich mir aber jetzt nicht anhören. So. Ach, der ist in meinem Clan. Das wird bestimmt nachgejoint oder so. Okay, dann holen wir uns den noch. Oder versuchen es zumindest. Okay, aber One Hit. Sorry, auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass der so low ist. Lol. So. Ich glaube, eine Dia-Hose hat er jetzt nicht. Und es lebt noch der Spieler. Okay, ich spreche, glaube ich, das Thema gleich einfach in der nächsten Runde an. Das ist am einfachsten. Was macht der Typ? Hä? Okay, es war auf jeden Fall ein richtig guter Fight. Geh jetzt einfach mal in die nächste Runde. Und da bin ich auch schon in der nächsten Runde auf dem Palermo. Und ja, ich spreche jetzt einfach mal schnell das Thema an, was ich ansprechen wollte. Und zwar habe ich, wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, habe ich einen neuen Stuhl von Nitro Concepts. Und ja, danke auf jeden Fall an euch, dass ihr mir den zur Verfügung gestellt habt, weil der echt nicht gerade günstig ist. Yeah, name or the let go. And they hide while you sing. Think it all was a dream. Thinking what does it mean? Where do I turn? From this, what do I learn? From this, what do I earn? So like a phoenix, rise from the burns. Mir ist einfach aufgefallen zu der Tastatur jetzt und wie heißt zu dem Stuhl, dass ich die beiden Sachen davor, die Vorgänger, beide von meinem Vater hatte und ich jetzt einfach richtig gut ausgerüstet bin mit den neuen Sachen. Was mich echt mega freut, weil die Sachen ja nicht gerade günstig sind. Deswegen freut es mich mega, dass ich die Möglichkeit habe, sowas zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und ja, also auch danke an euch, weil ohne euch hätte ich gar nicht erst die Möglichkeit dazu. Und ich frage mich gerade, ist da gar keiner auf der Insel oder hat er sich direkt in die Mitte geportet? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade nicht so gute Sachen, aber ich hätte gerne bessere Sachen. Ja, also wundert euch auch nicht, warum hier jetzt unterstützt durch Nitro Concepts steht oder in dem Symbol oder was weiß ich was, weil ja, muss ich ja machen, was auch irgendwie gar kein Problem ist, stört ja nicht. Übrigens Leute, das war es auch jetzt erstmal mit den Product Placements, also nein, es kommt jetzt erstmal nichts Neues, also es ist nichts geplant und ich bin jetzt eigentlich, denke ich mal, mit allen erstmal gut ausgestattet. Wundert euch auch nicht, warum ich jetzt in den nächsten Videos noch meinen alten Stuhl habe, weil sehr viele Videos vorproduziert sind und was soll ich noch sagen? Ach ja, zum Stuhl selbst. Ich finde den, als ich persönlich finde den echt ziemlich gemütlich, weil ich hatte ja davor diesen einen Bürostuhl. Die, die meine Roomtour damals gesehen haben, müssen wissen, was ich für einen Stuhl habe. Und ja, der ist auch schon ziemlich alt. Den habe ich auch damals ja, wie gesagt, von meinem Vater bekommen. Lol, da liegen einfach richtig viele Suits. Und wir haben jetzt einfach 5 Goldäpfel. Ja, moin. Okay, die Schuhe brauche ich noch. So, gut. Dann kämpfen wir jetzt mal gegen den und versuchen unser Glück. Ach, das ist sogar Anooks. Lol, ich habe gerade bloß gesehen, dass da mein Clan-Tag stand, aber ich habe nicht auf den Namen geachtet. Das ist ja mein Designer. Liebe Grüße gehen raus an dich. Ja, was mache ich jetzt? Wo ist der Letzte? Auf jeden Fall finde ich den Stuhl sehr gemütlich. So, ich komme ja nicht dazu, das anzusprechen. Und ich muss auch sagen, dass ich bei dem Stuhl einfach richtig gerade sitze, weil bei dem Stuhl davor hatte ich irgendwie nie Bock. So, es war einfach nicht mehr gemütlich, gerade zu sitzen und ja, gut, dass wir die Runde jetzt auch bekommen haben. Auf jeden Fall bin ich mit dem Stuhl sehr zufrieden, auch mit den Kissen finde ich das auch ziemlich cool und bei dem Stuhl macht es auch Spaß, gerade zu sitzen, was davor nicht so wirklich der Fall war, sonst hätte ich das ja auch gemacht. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil es viel gesünder ist für den Rücken und ja, irgendwie ist die Runde jetzt richtig durcheinander geworden. Tut mir auf jeden Fall leid und es ist jetzt, denke ich, auch mal eher ein kürzeres Video geworden. Also Leute, auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.